Hallihallo und herzlich willkommen und diesmal zurück zu Ark Survival Evolved. Ja, an meiner Seite ist irgendwo der Ingjald in diesen Wäldern verschwunden. Moin moin. Ja, bald wird es nicht mehr lange bleiben. Und ich suche jetzt den Weg nach Hause und verirre mich jetzt im Dschungel. Okay. Ah, nee, oder? Ich verlaufe mich hier echt jetzt. Folge einfach der Schneise der Zerstörung durch uns. Hier. Hier geht's ja irgendwann so eine Klippe runter, da weiß man, wo man ist. Ey, cool. Also ich habe sechs dieser Spark Powders da in diese Fackeln reingemacht und die brennen immer noch. Praktisch. Ich guck mal rein. Ich habe gesagt, ich guck rein. Es sind noch 4 Stück drin. Also das brennt wirklich lang. Im Voraus wird es nochmal gemacht. Nur Flint oder noch was? Flint und einem Stein. Du brauchst einen. Ne, Moment, ich guck gleich. Einen Augenblick. Dafür muss ich nämlich hier in meine Ecke. Da. 2 Flints und einen Stein brauche ich dafür. Und dann kann ich daraus die Dinger herstellen. Auch wenn das jetzt natürlich nicht so oft vorkommt. Wie Holz. Nee, aber das ist durchaus praktisch, weil damit kannst du halt dein Feuer permanent anhalten, ja. Quasi, ne? Somit haben wir dann bessere Lampen und so. Na komm, gib her das Zeug. So. Und du brauchst halt das Holz nicht verwenden. Ja. Weil ich nur voll, wenn ich eh schon hier bin. Ah ja, jetzt wird mir wieder heiß. So, ich hatte vorhin noch so eine Cooking Station gelernt, so ein Cooking Pot. Was brauche ich denn da? Ach du Scheiße. 75 Stein, 15 Setch, das habe ich. 10 Woods ist auch kein Thema und 5 Flints haben wir hier. 75 Stein, bitte was? Woher soll ich denn jetzt den Stein nehmen? Bei mir, wo wir uns eben noch getroffen hatten, ist viel Stein zum Abbauen. Ja, ich vermute mal, dass ich dann wieder raus muss erstmal. Ah ja, und an unsere Zuschauer, ne, wir befinden uns auf Server 127, war das richtig? Ja. Ja, 127 PvE-Server, weil PvP, hier laufen eindeutig noch viel zu viele Kiddies rum. Wir werden höchstwahrscheinlich irgendwann, wenn es ein bisschen Performance besser läuft, werden wir auf unseren eigenen Server umziehen, den wir auch persönlich hosten können und so weiter und werden darum aufnehmen. Und wenn ihr da mitspielen wollt, könnt ihr dann gerne dazukommen. Ihr könnt auch jetzt schon dazukommen, wenn der Server euch zulässt. Spawnt Norden 2, sagt, dass ihr uns kennt, dass ihr Zuschauer von euch seid und dann schauen wir weiter. So sieht's aus. man hat ja in jedem Spiel, was PvP anbietet, doch immer das Problem, dass die High-Level, die Low-Level einfach nur des Ärgerns willen töten oder sowas. Weil wenn es ja nur das wäre, wäre es ja noch irgendwo in Ordnung, aber wie bei mir zum Beispiel, wir waren auf einem anderen Server, halt PvP-Server, da hatte ich einen Dilo mir gezähmt gehabt, soweit alles toll, und war dann gerade dran, einen Raptor zu zähmen, den hatte ich bei 75% und es kommt ein anderer Spieler um die Ecke und killt mir meinen Raptor, killt mich, killt meinen Dilo. Also, das muss doch nicht sein. Richtig. Das hatte ich ja da auch, als ich auf dem Server gejoint bin, um dich dann zu treffen. Ich war nackt und rannte einfach nur rum und dann kam ein High-Level-Spieler mit einer Schusswaffe und hat mich getötet. Warum auch immer. Ja, also da verstehe ich den Sinn nicht ganz. Klar, PvP ist ja in Ordnung, das ist ja auch richtig, ist ja auch gut, ist toll, ist super.
macht am meisten Spaß, finde ich persönlich jetzt. Aber warum, wenn einer gerade schon, gerade beim Tamen, man weiß doch, wenn man dieses Spiel anfängt, das Tamen dauert Ewigkeiten. Es kostet sau viel Zeit und Stress. Da muss man einen doch nicht noch extra bei stören. Das lässt man, genau das, bei dieser Situation lässt man einen in Ruhe. Was Da soll's bietet, denn? ja, da bietet man eher Hilfe an. Ja. Ja, das war jetzt aber auch kein Flamen, sondern es war einfach nur Frust rauslassen. So, was sagt unser Fleisch? Falls du dich auf dem Weg nach Hause machen solltest, wartet da 10-mal gebratenes Fleisch auf dich. Solltest dich allerdings beeilen. Ich komme nach Hause, weil Nahrung sieht schlecht aus. Beeren habe ich auch nicht mehr viele. Bei mir sieht es gerade gut aus. Ich müsste Und mal. kurz zum Wasser und was trinken. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ja, bei mir sieht man jetzt gerade wieder dieses schöne Tal, wo wir hier sind. Das müsst ihr euch mal so vorstellen, wenn hier jetzt keine Spieler gebaut hätten, würdet hier alles zustehen mit Bäumen. Komm. Willst du wieder nicht? War nicht ganz so schnell. Ein bisschen stur, die Alte. Ja, toll, jetzt kriege ich Flint, weißt du? Da, wo ich Stein brauche, kriege ich Flint. Weg dahin auch den Stein klopfen. Ja, der direkt neben unserer Hütte, den habe ich gerade platt gemacht. Man muss sich immer schön entschuldigen, wenn man in die Hose gemacht hat. Das finde ich irgendwie so total unlogisch, dass er einfach so, ja, scheißen wir mal, blöp, so raus. Da fliegen Steine runter. Da fliegen Steine rum. Ach, da unten ist. Ich bin hier zwischen. Jupp. Da hinter mir wieder stampft. Bam, 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 bam. Einfach auf ihm zulaufen, wenn du den auf einer bestimmten Position haben willst. Und bevor du ins Haus reingehst, musst du das Following disablen, damit er dir nicht irgendwie hinterher rennt. Ja, habe ich schon. So, ja, dann was essen. Läuft denn heute? Order disable phone. Okay, sollte doch stehen bleiben. Läuft er immer so? Ja, der läuft dann einmal, der macht dann ein paar Schritte nach vorne oder so. Okay. Der rennt dann erstmal irgendwo hin, wo es ihm dann gefällt. Hey, da ist ein Dodo. Da hab ich's. Ach da. Wo denn? Holz.
Lagerfeuerei war. Nein. Doch. So. Ha, perfekt. Waren die Wände? Wände. Ah, das ist ja praktisch. Was? Dodos fressen alles. Ja, ich glaube, aber am effektivsten sind eben auch diese, das sind die Mecho Berries und auch die Azul Berries, also die blauen, genauso effektiv bei denen. Ich habe gerade eher das Problem, dass ich keine Narkobären mehr hier habe. Und ich den fast komplett tot geprügelt habe. Der hat nur noch 4 live. Von 40. Unser Dino hat wieder ein Level up. Soll ich weiter auf Melee Damage gehen oder was anderes? Nee, Moment. Der ist eigentlich momentan immer recht schnell voll. Da würde ich lieber auf Weight gehen, also dass er mehr tragen kann. Okay. So. So, Band, Bam. Ach, boah, nee. Jetzt wird's wieder dunkel. Ach, Holz schon wieder leer. Halt andere Richtung. Da rein. Passt. Der kleine Dodo kann zwar nicht viel schleppen, aber wir haben einen Dodo! Yay! Das ist unser erstes Huhn. Wie nennen wir den denn? Ah, du brauchst fast schon irgendwie so einen dümmlichen Namen, oder? Ja, und einen männlichen, oder? Ich glaube, es war ein männlicher, ja. Mit Namen hat man es immer. Ja, ne? Ich bin auch gerade überlegen. Nennen wir ihn Holger. Holger ist ein dämlicher Name, würde ich sagen. Oh, habe ich das gerade live gesagt? Oh, Entschuldigung, die endliche Holgers. Falls ein Holger unter den Zuschauern ist, diesen Dodo widmen wir dir. Genau. So, Level 5 Dodo. Der rennt jetzt hinter mir her. So, jetzt weiter Steine kloppen.
Oh, Metall. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 6 Metallstücke. Läuft ja schon mal ganz gut. Ja, ich muss an Stein erstmal rankommen. Ich brauche, wie gesagt, 75 Stein. 75 Stein und das Holz habe ich mittlerweile. Ich habe 48 Stein habe ich mittlerweile. Jetzt muss ich mal hier kurz diese kleine Schlucht vor unserem Haus anschauen. Als wir in der ersten Folge zusammen hier gestartet haben, war das ja komplett zu und dunkel. Und jetzt hell. Und leer. Ach. Mensch, Mädel, lauf mir nicht immer vor die Axt. Also bei mir bleiben die aber immer hinter mir stehen. Auch die Große, die bleibt immer schön hinter mir stehen. Ja, weißt du, die glitscht da irgendwie nur mit ihrem Kopf da vor mich und da treffe ich sie dann. Ja gut, vielleicht stehst du auch etwas weiter vom Baum weg oder so, weil ich stehe immer direkt vor dem Baum. Kann auch sein. Oh, worauf packe ich denn jetzt? Boah, also den Dodo muss ich gleich echt bei uns zu Hause parken. Der geht mir ja gerade schon dermaßen auf die Eier. So, dann noch ein Level ab und dann wird wieder einiges freigeschaltet. Mit Level 15 kriegen wir, glaube ich, auch diese großen Tore, diese Dinosaur Doors. Ja, das erste aus Holzdau hier. Ja, das meine ich. Hilfe, erschreck mich doch nicht so. Guck mal, mein Kleiner, der hat schon Angst. Guck mal, der versteckt sich schon hinter mir. Mensch. Bleibt aber immer hinter dir stehen. Ja, wie gesagt, bei mir kommt dann noch nur der Kopf oder sowas. Ja, du darfst nicht. Ja, ich hab's gerade gesehen, du darfst nicht sprinten. Ah. Du musst langsam gehen, du darfst nicht sprinten, wenn sie dir folgt. Weil dann sprintet die nämlich auch. Ja, greifst du an. Ich bin jetzt schon eine Weile stehen geblieben, da liegst du noch rein. Irgendwas hat sie angegriffen, aber nicht dich. So. 5 Steine brauche ich noch. Jawohl, genau 5 Steine. Axt kaputt, 5 Steine. Kommst du hier hoch? Komm. Oh, dieser Dodo. Kleiner, du kommst gleich in den Kochtopf. Ich baue gerade ein. Hühnertopf. Gut, hier heißt es dann Dodo-Topf. Da, komm mit, Kleiner. Da hat's noch Wald. Hier ist doch noch genug auf den Klippen. Ja, aber erstmal muss man da hochlaufen. Alter, wie das hier aussieht, so voll näher. Hier steht mal gar nichts mehr. So, ich renne jetzt mal zurück. Und wie unser Cooking Station Gedönse aussieht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wunderbar, bin ich gespannt, wenn ich nach Hause komme. Ja, bin ich auch. Ich weiß nämlich selbst nicht, wie es aussieht. Also dann, bis dahin, tschüss. Ciao.